Okay, was geht? Willkommen zu diesem Spiel und wir gehen ins Level Slush Marshes. Vielleicht mal wieder als Peach. Klingt nach so einem Survival-Level. Das Peach ist vielleicht nicht so schlecht. Oh Mann, toll. Ich wollte nur gucken, ob ich da rein kann. Zack, schon kommt ein Viech raus. Ja, lassen wir das mal. Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Wirken, die so rauf und runter gehen hier. Fliegen, sehr gut. Okay, geht eigentlich voll fit. Noch ein Flug Power. Easy going. Okay, es ist so ein Luftdruck, der mich dazu bringt, dass ich... Boah, das ist furchtbar. Da drin kann ich mich kaum bewegen. Also ich kann nichts machen. Kann ich die wenigstens schlagen? Okay. Dank Peach kann ich zumindest... Okay, was haben wir hier? Das ist irgendwas. Also dank Peach konnte ich ja irgendwie an der Endstelle vorbei. Ah, Tanuki Suit. Cool. Na, dann brauche ich das jetzt nicht. Okay. Na gut, Moment, ich muss hier. Ich kann nicht langsliden, weil ich kann mich nicht ducken, während ich das halte. Okay, dann drücken wir das einfach mal. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Nutzen hat hier. Okay, das sind jetzt feste Blöcke. Ja, das ist die einzige Schwierigkeit. Diese Dinger, die ja ähnlich wie Pokies sind vielleicht. Aber die stören. Der ist schnell vorbei. Ist voll erwischt. Die verhalten sich wie diese... Ja, Schlangenviecher aus Mario Bros. 2, diese roten. Okay. Schade um den Tanuki-Suit. Ah, der ist ja sowieso nur minimal besser. Als der normale. Hier. Was ja eigentlich ein Raccoon-Suit wäre, aber in dem Fall ein Sonnenschirm. Beziehungsweise nicht nur irgendein Sonnenschirm, sondern aus Super Princess Peach der Sonnenschirm. Namens Perry. Der Kerl hat einen. Der lebt. Der hat ein eigenes Wesen und so. Oh Mann, toll. Ja, na gut, den krieg ich zumindest noch. Ja, also A, wenn ich zu lange A gedrückt hatte, knall ich gegen irgendwas. Nicht unterschätzen, was hier abgeht. Ja, Super Princess Peach ist echt ein cooles Spiel. Sollte ich mal let's playen. Unterschätze es nicht, das ist echt ein gutes Spiel. Ich muss sogar sagen, jetzt kommt das Geständnis, ich habe sogar mal angefangen zu let's playen. Vor ein paar Jahren. Aber... Da habe ich mir gerade irgendwie so ein neues Mikro gekauft, so ein neues Headset und zwei oder drei Parts aufgenommen und die Soundqualität von meinem Mikro, die war so scheiße. Da dachte ich mir, nee, das kann ich so nicht weiterspielen. Ich muss das mal neu aufnehmen, aber dann hatte ich keinen Bock, das nochmal von vorne zu machen. Dann habe ich drauf geschissen. Oh Mann, ich wollte doch nur hier was haben. Jetzt ist es leider nur noch ein Pilz. Bestimmt wäre es vorher wieder fliegen gewesen. Wegen diesem Arschloch da unten. Toll. Ja, die Stelle ist doch schwerer, als sie aussieht irgendwie, weil ja, die Dinger, die gehen schneller hoch, als man denkt. Diese Blubber-Dinger. Muss ich an denen halten. Hier schießt alles aus allen Ecken. So, wenn ich zu weit oben bin, habe ich verloren. Oh, nicht. Boah, fuck. Die Strömung. Ja, die... Wenn die Strömung mich hat, dann habe ich echt ein Problem. So, jetzt... Wäre es gut, wenn ich es irgendwie gleich schaffe, ein Ende hier zu haben. Weil ich habe keine Power-Ups mehr übrig. Boah, da ich jetzt Peach spiele, hat mir schon hin wieder den Arsch gerettet in diesem Level. Muss ich zugeben. Komm schon, das ist... Ich mag so lange, ultralange Autoscroll-Parts überhaupt nicht. Und noch weniger mag ich das, ja, wenn ich jetzt wie hier einfach sterbe. Ja, tatsächlich bin ich an sowas Doofen gestorben, nämlich da ich nicht mehr hoch konnte oder sowas. Tja, das passiert halt. Gut, ne? Alles wieder von vorne. Oh, nee. Und ich, glaub mir, ich war kurz vom Ziel. Ich weiß es einfach. Ich bin nicht mal gestorben, weil mich etwas erwischt hat. Ich bin gestorben, weil ich irgendwie nicht mehr von dem Ding wegspringen konnte.
So, und ich sag, die Schwimmmechanik in diesem Spiel ist doch etwas schwammig programmiert. Nicht das Schwimmen selber, aber das aus dem Wasser rausspringen irgendwie. Das hat mir schon ein paar Mal Probleme gemacht. Guck mal, ich wollte gar nicht mal so weit hoch. Das ist total komisch. Manchmal springt er dann ganz weit hoch, so unkontrolliert und manchmal auch gar nicht. Oh fuck, das war jetzt wieder knapp. Na, auf jeden Fall habe ich keine guten Karten. Jetzt darf ich wieder alles von vorne machen, ey. Oh Mann. Scheiße. Zumindest habe ich Peach und kann so ein bisschen floaten. Also in der Luft schweben. Kurzzeitig. Das ist auf jeden Fall nett. Komm, schieß noch einmal und dann hole ich ihn mir. Vorher noch. Ja, super. Genau wie es geplant hat. Mich erstmal treffen lassen. Ja, direkt den noch mit erwischen. Wo bin ich jetzt? Bin ich überhaupt noch. Wo war ich? Bin ich den Treibsand dann runter? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich gewesen bin am Ende. Ja, toll. Gut, nochmal der Spaß von vorne. Vielleicht war es jetzt diesmal nicht so ärgerlich, weil ich ja schon viel früher verreckt bin als vorher. Okay. Wünsch mir Glück. Bloß nicht zu weit hoch. Zu weit hoch ist sehr schlecht. Will ich auch meistens gar nicht, aber irgendwie ist ja unberechenbar und macht es dann. Hier, das, da, habt ihr das gesehen zum Beispiel? Da konnte ich nicht abspringen jetzt. Da ist er einfach runtergeknallt. Also macht beides schon mal. Mal zu sehr abgehen und mal überhaupt nicht. Und an der Stelle, wo ich vorher gestorben bin, also beim ersten Mal, da... Das war so eine überhaupt nicht Stelle. Und ja, dann konnte man nichts machen. Konnte ich mich nirgendwo mehr auffangen. Ich meine, weil die Level-Design-Idee hier, die ist ja eigentlich gar nicht mal schlecht. Die finde ich eigentlich sogar ziemlich cool. Aber es ist echt unfreiwillig schwierig wahrscheinlich, würde ich mal sagen. So, wie komme ich denn da? Ich komme da gar nicht drum rum. So, an das Item komme ich nicht mehr dran, ohne mich treffen zu lassen, tatsächlich. Nee, das ist leider weg. Ich hatte jetzt so gedacht, so richtig chillig hole ich mir das. So, jetzt halte ich mich auf jeden Fall nicht links, weil wenn diese Strömung dazu kommt, dann bin ich am Arsch. Wirklich. Das bereitet so viele Schwierigkeiten. Das unterschätzt man total. Das hat mich auch eben da voll kaputt gemacht. Was ist jetzt hier? Okay, dann gehen wir zurück in die Mitte. Bloß nicht da sein. Weil ich habe den Eindruck, nicht nur, dass ich natürlich dann in eine Richtung geschoben werde, ist ja klar, sondern auch noch, dass mein Charakter total, naja, unkontrollierbar wird davon. Und ich überhaupt nichts mehr, gar keinen Einfluss mehr auf irgendwas habe. So, wo bin ich jetzt gestorben eben? Stell mich mal kurz hier hin. Für kurze Sicherheit. Bin ich hier gestorben? Ungefähr, oder? Nicht ganz vielleicht, aber... Hier hören die Blasen auf. Doch, ich bin hier gestorben. Und hier ist auch wahrscheinlich Ende, ne? Zumindest die Ende mit Blasen, also. Glaube ich nicht, dass hier noch viel kommen kann. Okay, ich wollte den werfen. Hier. Friss. Okay. Ist voll rein. Okay, ich lag voll falsch. Hier ist noch nicht Ende. Okay, so viel zum Thema. Glaub mir, hier ist Ende. Ich weiß es. Irgendwas trifft mein Dings, was ich geworfen habe. Die Koopa-Shell. Kann ich die kaputt machen? Nein. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Was ist das? Es kann mich treffen, also es kann mir wehtun. Oh fuck, wieder so ein Viech. Gut, erstmal weg mit dir. Jetzt haben wir das gleiche nochmal in den Spiegel verkehrt hier, oder wie? So, jetzt nicht im Treibsand untergehen. Ich glaube, das war auch meine Todesursache eben. Weil anders könnte ich mir es nicht erklären. Ich konnte mich nicht sehen, war auf einmal tot. Hier kann ich rutschen, auf der Stelle. Ziemlich cool. Ist hier vielleicht Ende? Ich glaube nicht. Ich dachte jetzt vielleicht nach rechts oder so. Oder? Ja, aber hier, es sieht immer mehr nach Ende aus. Jetzt, wo wir langsam die Oberfläche sehen.
scrollt es noch dahin. Okay. Eine sehr lange Stelle hier. Es zieht sich. Überleg mal, die erste Stelle von dem Level, das war so richtig chillig und kurz. Bis auf wenige Ausnahmen war es da nicht so chillig, aber... Es ist halt total chillig und jetzt hier langsam und anstrengend und böse. Aber egal, was ich mache, ich muss hier oben bleiben. Wenn ich einmal runtergehe, habe ich verloren. Ach, wunderbar, Ziel. Endlich. Ist echt lang. Ich mag einfach keine Autoscroller. Das ist kein Geheimnis. Und das führt mich dahin. Okay, das Level ist aktiv tatsächlich. Da steht so eine 2 dran. Poseidon Ruins. Okay, ich glaube, das wird ein schwieriges Level. Einfach weil es so verpackt ist, wie es hier ist. Oh. Okay, jetzt sind wir nicht mehr unter Wasser. Aufpassen, ich will mich ungern treffen lassen jetzt schon. Einfach gehen. Ich kann den eh nicht mehr Vollblume verletzen. Oh fuck, er schießt immer noch. Was ist mit dem da? Ja, jetzt haben wir... Als ob der einfach bremst. Wieso bremst der? Okay, Hammer habe ich nicht. Pech gehabt. Wäre cool gewesen. Habe ich aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, was da oben wäre. Wahrscheinlich der Weg zu dieser komischen A-Münze. Unwichtig. Kann ich auch nicht rein. Oh, okay. Wie mache ich das hier? Kommt der hier runter? Ja, gut. Okay, und tschüss. Ich glaube, hier muss ich mir so eine Art Brücke hier bauen. Muss nicht, aber... Naja, kann, damit ich da nicht runterfalle. Die Vollblume, die lasse ich einfach mal da. Auf jeden Fall, dass ich getroffen werde und irgendwie wieder zurück kann. Ja, das... Von genau solchen Sachen hier rede. Ich weiß auch nicht, ob ich in diese Röhre da rein kann. Doch, aber da ist nur Geld da oben, ne? Ey, dann will ich das nicht. Wenigstens kann ich die hier erschießen. Hier ist doch nicht nur Geld, oder? Ich muss doch hier irgendwo. Gut, hier rein. Nicht hier, anstatt der nächste. Nein! Ach, verdammt. Jetzt aber. Okay, ist so eine Art Labyrinth. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß. Da würde ich jemanden zu bekommen. Mist, hoppala. Scheiße. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich da wieder reinfalle und wieder zurück kann. Also kann unfreiwillig zurückkommen. Oh, hoppala. Ja, blöd. Gut. Dann sind wir wieder hier. War das schon die? Ja, ne? Sehr schießen, wunderbar. Ich habe immer noch keinen Hammer-Suit. Wo kriege ich einen? Der will mir das Level voll vereinfachen, aber ich hab's voll hart hier. Ah, fuck, ich habe die zu spät gesehen, die Viecher. Ich habe sie noch gesehen, aber da war es schon zu spät. Da war ich schon... Okay, Musik, die einfach wieder von vorne anfängt. Hatten wir auch schon mal. So, die Stelle hier. Lass mich den töten, wenigstens. Okay, er ist weg. In die Röhre kann ich auch nicht rein. Jetzt kriege ich einen Checkpoint wenigstens. Zumindest dachte ich das, aber ich... Doch, ich kriege ihn. Boah. Also, ich würde mir so viel ersparen können, einfach nur indem ich... einen Hammer-Anzug hätte. Oh, da war nur eine Münze drin. Schade. Also hätte ich jetzt auch noch einen Shell-Anzug, dann könnte ich mir dieses Super-Trampolin holen. Weil ich jetzt auch nicht haben darf. Lass mich raten, ich muss hier okay, was bauen. Brücke. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich hätte auch bestimmt einfach rüber floaten können mit Peach. Was ich mit Mario niemals machen könnte, aber gut, habe ich eine Gelegenheit verpasst dazu. Wo bin ich denn jetzt? Oh, scheiße. Mist. Weiter. Von allen Ecken will mir irgendwer was. Noch eine Brücke. Noch eine Brücke. Okay, ist an sich eine Sackgasse. Mist, ey. Diese Viecher, ne? Die Kacke ist ja, dass ich ihn nicht töten kann. Also doch. Da
Dafür warte ich jetzt sogar extra. Ich kann die nur so töten. Draufspringen nicht. Oh nein. Ey nein, ich will jetzt hier nicht noch sterben. Okay, wir haben ja eher einen Checkpoint. Also. Aber es wird trotzdem ärgerlich. Oh ja, sehr ärgerlich. Zum Glück passiert es ja nicht und ich schaffe es an diesem Ding vorbei. Und muss jetzt nicht hier tot sein. Nein. Die Wahrheit ist nein. Aber ich fange mal mit einem Pilz an. In dieser Welt gibt es keinerlei Totthäuser oder sonst was. Ich meine, in der letzten Welt gab es schon nur eins, was aktiv war, muss man sagen. Wahrscheinlich war es gut gemeint, es hätte viele gegeben, aber gab halt dann doch keine. So, jetzt versuche ich mal hier an der Stelle. Ist einfach so vorbei. Mal sehen, wo ich dann hinkomme. Ich glaube, ich überspringe damit einiges, ne? Kann das sein? Ja, okay, ich habe jetzt einfach frech übersprungen, wo ich noch konnte. Wie ich gemein. Gut. Der Vorteil von Peach. Hab zum Glück mir den Pilz auch vorher noch als Item geholt. Weil damit habe ich das auch überlebt. Das führt mich jetzt wohin? Okay, die Welt ist noch nicht vorbei. Terrace of Decay. Das machen wir im nächsten Part dann. Ich weiß nicht, ob es das letzte Level sein wird. Oder was dann in der Röhre auf mich wartet. Aber werden wir uns überraschen lassen. Bis zum nächsten Mal.